Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skyforge Live. Mein Name ist Chaosmul und dieses Mal möchte ich dir einen kleinen Klassenguide vorstellen. Und zwar geht es hierbei um den Kanonier bzw. den Gunner im Englischen. Und das ist ja meine Hauptklasse, die ich schon eine ganze Weile spiele. Ich habe es jetzt vor kurzem geschafft, die Klasse komplett auszuskillen. Also ich kann keine weiteren Skillpunkte mehr in meinem Talentbaum stecken. Und ich musste halt feststellen, dass meine Skillung sehr, sehr viel Schaden verursacht und gleichzeitig aber auch sehr lange überleben kann. Also ich habe überhaupt keine Probleme, in den Solo-Instanzen zu tanken und selbst Bosse zu tanken, die richtig harte Autoangriffe rauszurotzen. Das kann man mit dieser Skillung auch. Also es ist eine Burst-Tank-Skillung und ich werde es so machen, dass ich schnell einmal die Fähigkeiten als auch die Talente durchgehen werde, die ich geskillt habe. Dann werde ich kurz erklären, warum ich mich dafür so ein bisschen entschieden habe. Und zum Schluss werde ich dann nochmal so zeigen, was für ein Damage-Potenzial eigentlich dahinter steckt. Und ich würde sagen, wir gehen mal hier ins Charaktermenü. Man sieht es auch hier an dem Stern unten vom Kanonier. Ich habe diese Klasse komplett ausgeskillt, aber ich kann es auch nochmal hier im Kanonieratlas zeigen. Also man sieht es ganz gut, ich bin komplett mit dem Kanonier durch und kann hier keinerlei Punkte mehr verteilen. Und ich bin jetzt so ein bisschen am Mönch dran, ne? Aber das wird noch ein bisschen dauern, bis ich dazu was machen kann, da mich das Cap denn doch ein bisschen aufhält. Und die anderen Klassen werden dann sogar noch länger auf sich warten lassen müssen, da eben halt ich in der Woche nur eine gewisse maximale Anzahl von Funken sammeln kann durch das Cap. Und dann müssen eben halt die Klassen alle ein bisschen warten. Geht leider nicht anders. Aber ich würde sagen, wir fangen mit dem Kanonier an und ich gehe mal kurz die Fähigkeiten als auch die Talente durch und die Symbole, die ich drin habe. Die ersten drei Fähigkeiten des Kanoniers können sowieso nicht ausgetauscht werden, deswegen spare ich mir da jeglichen Kommentar zu. Ich habe dann den Verwundbarkeitsscanner geskillt oder als Fähigkeit damit reingenommen. Die Kraftbarriere kann ich ebenfalls nicht tauschen, den Teleportationsleuchtturm ebenfalls nicht und als C-Fähigkeit habe ich die Feuersbrunst drin. Im Plasmagewehr habe ich mich für den Plasmastrahl entschieden. Und das Plasmafeld für AOE. Und im Artilleriegeschütz habe ich mich für die Minensperre entschieden. Hier kann ich aber gleich schon sagen, man kann auch den Minenring benutzen. Ich finde einfach persönlich die Minensperre besser, weil eben halt, ich benutze es gar nicht so oft, weil ich meine Raketen meist für AE-Angriffe benutze. Und da kostet mich dann eben halt eine Minensperre 5 meiner Raketen. Und das möchte ich nicht. Natürlich könnte ich auch den Minenring benutzen, der dann eben halt nur 3 kostet. Aber wie gesagt, ich benutze diese Fertigkeit nicht. Und mir ist relativ egal, welche Fertigkeit denn du letztendlich benutzt. Daher darf sich das jeder selber aussuchen. Bei den Talenten habe ich geskillt Restladung, experimenteller Brennstoff, Regeneration der Rüstungsplatte, Ingenieurstraining, fraktales Schrapnell, Impulskonservierung, Prognosemodul und letztendlich das automatische Zielen. Die beiden Slots habe ich noch nicht freigeschaltet. Ich muss aber auch gestehen, den Rest, den ich hier an Talenten übrig habe, ist jetzt nicht so wichtig, dass ich unbedingt diese Sachen brauche. Also wer mehr oder weniger so viele Talentbäume oder Plätze frei hat, hat die wichtigsten Skillungen drin. Und ich werde auch gleich nochmal erklären, was eigentlich die wichtigsten sind, wenn man eben halt noch nicht so viele Talentslots freigeschaltet hat und auf welche man achten sollte. Was ist der Sinn und Zweck dieser ganzen Skillung? Der Sinn und Zweck dieser ganzen Skillung ist mehr oder weniger, das massive Schaden vom Massenfeuer zu erhöhen und den Schaden von Plasmastrahl zu erhöhen. Das sind mehr oder weniger die Ziele, die ich mit dieser Skillung habe. Und bei Maschinengewehr kann man am Anfang bei Massenfeuer sehr, sehr viel Schaden rausrotzen. Sogar so viel Schaden, dass der Tank, wenn man das gleich am Anfang macht, die Aggro verliert und fast unwiederbringbar geklaut ist. Es sei natürlich erspottet. Dann kriegt der Tank natürlich kurzzeitig die Aggro, aber sonst kann man, wie ich ja schon sagte, mit dieser Skillung locker tanken und locker die Aggro halten. Nicht, weil man irgendwelche tollen Tank-Skillungen hat, die einen die Aggro geben, sondern einfach, weil man so viel Schaden rausrotzt, dass die anderen Klassen überhaupt nicht dahinterherkommen. Wie funktioniert das? Das ist relativ einfach erklärt. Das Zusammenspiel der ganzen Sache basiert auf Massenfeuer, Verwundbarkeitsscanner, Experimentalbrennstoff,
und letztendlich das automatische Zielen. Das liegt einfach daran, dass alle diese Fertigkeiten oder auch Talente, die ich genannt habe, den Schaden von Massenfeuer radikal erhöhen. Der Verwundbarkeitsscanner erhöht den verursachten Schaden um 30% und bewirkt bei allen Angriffen ihren maximalen Basisschaden. Das heißt, man bekommt nicht nur 30% Schaden, sondern man verursacht immer den maximalen Basisschaden, den man selber austeilen kann. Man sieht das hier ganz gut, der Basisschaden. Ich mache normalerweise 177 bis 323 Basisschaden. Aktiviere ich jetzt sozusagen den Verwundbarkeitsscanner für die nächsten 30 Sekunden, mache ich die ganze Zeit 323 Basisschaden. Und das ist ziemlich heftig, wenn man das mal raufrechnet. Und diese 30%, man denkt ja erst so, okay, es sind nur 30%, das ist ja ganz nett. Dadurch, dass aber auch man den maximalen Basisschaden die ganze Zeit verursacht, sind das wesentlich mehr als 30% und ich würde sogar behaupten, es sind 40 bis 50% mehr Schaden. Und das über 30 Sekunden lang und man kann das alle 3 Minuten machen, beziehungsweise dann 2 Minuten 30, da der Timer ja mehr oder weniger gleich losgeht, wenn man es aktiviert. Ich habe dann halt noch Prognosemodul geskillt, das eben halt, wenn ich jedes Mal diese Fähigkeit verwende, die Abklingzeit um 45 Sekunden verringert wird im Kampf und das Ganze hält noch 5 Sekunden länger. Also ich kann diese Fähigkeit meist so 2-mal im Kampf benutzen, kommt natürlich darauf immer an, wie schnell der Bosskampf ist. Also wenn man irgendwie in 1 Minute oder 2 Minuten dann fertig ist, dann kann man den Verwundbarkeitsscanner nur 1-mal am Anfang benutzen. Aber das ist trotzdem okay. Dann gibt es eben halt noch den Experimentalbrennstoff. Nicht nur, dass dieser 8 Sekunden lang hält, beziehungsweise 9 Sekunden lang, das Schnellfeuer verursacht in dieser Zeit, wo der Gegner halt diesen Dot drauf hat, 50% mehr Schaden. Also das ist also eine Menge Holz, die das Ding abbekommt. Und dann, ich klappe mal hier kurz die Attribute wieder zu. Und dann habe ich eben halt noch automatisches Zielen, das für die ersten 8 Sekunden im Kampf das Schaden vom Massenfeuer um 75% erhöht. Du merkst also schon, das Massenfeuer wird am Anfang des Kampfes massiv gepusht und du haust massiv viel Schaden damit raus. Also 5000er Crits sind damit am Anfang nicht selten und 5000er Crits ist eine Menge Schaden. Also ich schaffe es am Anfang des Kampfes, den Gegner innerhalb von 5 Sekunden meist 2 Lebensbalken komplett runterzuhauen von den 10, die er hat. Und das ist dann doch schon ziemlich heftig. Ebenfalls geskillt, was ich jedem nur empfehlen kann, ist die Regeneration der Rüstungsplatten. Das bewirkt folgendes, wenn man eben halt 6 Sekunden lang keinen Schaden erhalten hat, bekommt man 5% der maximalen Gesundheit des Kanoniers als Schild und das kann bis zu 3-mal stacken. Das heißt, man kann, wenn man nicht im Kampf ist, 15% erreichen und wenn man im Kampf ist, kann man alle 6 Sekunden 5% der maximalen Gesundheit als Schild bekommen, denn die Platten stacken nur 3-mal, wenn man sich eben halt nicht im Kampf befindet, was ein bisschen schade ist, aber das wäre auch ziemlich OP, weil ich kann jetzt schon sagen, selbst die 5% der maximalen Gesundheit ist eine ordentliche Hausnummer, besonders in Kombination mit der Kraftbarriere, die ich geskillt habe. Und was auch noch dazu kommt, ich habe hier noch die Symbole ein bisschen geskillt, nämlich das schlaue Manöver. Ich glaube, das bekommt jeder ziemlich am Anfang, wenn man den großen Tannenbaum freigeschaltet hat. Dort bekommt man nämlich für 3 Sekunden, nachdem man ausgewichen ist, ebenfalls nochmal 5% der maximalen Gesundheit als Schild absorbiert. Und hier übrigens nochmal die Symbole. Ich habe noch Verteidigungsreflex genommen. Ist ganz nett, 10% weniger Schaden. Wenn ich unter Betäubung vor Blenden oder Bewegungslosigkeit stehe und der Charakter erhält 3% weniger Schaden pro Level dieses Symbols, wenn er unter Wirkung von verlangsamenden Effekten steht. Also auch nicht schlecht in Kämpfen und dann habe ich eben halt noch die aktive Verteidigung. Das ist sozusagen das Meistersymbol, was man freischaltet, wenn man den Kanonier durchgeskillt hat, aber so wichtig ist das nicht. Kommen wir zurück zu den Schilden. Also wie gesagt, diese Dreierkombination aus den Reflexen, die Regeneration der Rüstungsplatten und eben halt der Kraftbarriere geben dir so ein massives Schild, dass der Gegner verdammt lange braucht oder wirklich dich eine mächtige Attacke treffen muss, damit diese Schilde abgebaut werden. Besonders interessant ist, die Schilde stacken.
Das heißt, wenn du deine Regeneration der Rüstungsplatten aktiv hast und dann die Kraftbarriere zum Beispiel aktivierst, dann wird erst die Kraftbarriere abgebaut, da dieser Effekt ja irgendwann verschwindet, genau genommen nach 6 Sekunden, und dann wird der Gegner erst wieder die Regeneration der Rüstungsplatten abbauen. Das heißt, du kannst ruhig dein Schild schon vorher benutzen und musst nicht unbedingt warten, bis die Rüstungsplatten abgebaut sind. Also das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, darauf immer ein bisschen zu achten. Und natürlich, wenn es geht, solltest du vor dem Kampf warten, bis alle drei Panzerplatten wieder aufgeladen sind, weil 15% mehr Schilde auf deine maximalen Leben angerechnet ist ein nettes Polster, was man definitiv nicht auslassen möchte. Und dann habe ich hier noch den Teleportationsleuchtturm halt geskillt, der 3 Sekunden lang die Abklingzeit verringert und die Abklingzeit der Kraftbarriere um 6 Sekunden verkürzt. Das wird hier leider nicht angezeigt, die verkürzte Zeit. Also man muss jetzt hier von den 27 Sekunden muss man nochmal 6 Sekunden abziehen. Und das hilft einem wirklich. Also ich musste feststellen, hätte ich dieses Ingenieurstraining nicht gehabt, gab es Momente bei Bosskämpfen, wo ich sonst verreckt wäre, weil ich dann wirklich auf die letzte Sekunde meine Kraftbarriere gezündet habe und dadurch irgendwie überlebt habe. Und hätte ich 6 Sekunden länger warten müssen, wäre ich tot gewesen. Also das kann ich hier auf jeden Fall auch nur empfehlen. Kommen wir zu den Plasmagewehr. Das Plasmagewehr ist auch ziemlich wichtig bei mir, denn dort habe ich die beiden Standardangriffe verstärkt. Einmal die Restladung. Jedes Mal, wenn ich den energetischen Impuls benutze, hinterlasse ich einen Stack. Diesen kann ich bis zu 5-mal stacken. Und wenn ich dann den Plasmastrahl benutze, oder den Plasmastrom, aber warum ich Plasmastrom nicht benutze, erkläre ich nachher noch, verursache ich eben halt noch 117 bis 265 extra Schaden auf den Angriff hinaus. Das heißt, ich wechsle in das Plasmagewehr, baue 5-mal die Restladung auf und baue dann mit 5-mal Plasmastrahl die Restladung wieder ab, habe keine Energie mehr in meinem Plasmagewehr und kann wieder auf mein Maschinengewehr wechseln. Würde ich den Plasmastrom verwenden, könnte ich das nicht tun. Denn der Plasmastrom hat 15 Sekunden Abklingzeit und verbraucht viel, viel mehr Energie als mein Plasmastrahl. Und was ebenfalls noch dazu kommt, er baut nur ein Stack ab. Der ganze Plasmastrom, obwohl er dreimal schießt insgesamt und du musst 3 Sekunden lang an Ort und Stelle stehen bleiben. Das heißt, der Plasmastrom verursacht zwar auf den ersten Blick mehr Schaden als der Plasmastrahl, die negativen Effekte vom Plasmastrom sind aber so gewaltig, dass kein Plasmastromschaden der Welt mehr oder minder momentan den Plasmastrahl aufwiegen kann. Denn durch diese 5 Stacks, die ich habe, und da ich alle 5 Stacks beim Plasmastrahl benutzen kann, verursache ich letztendlich mehr Schaden als beim Plasmastrom. Plus ultimativ, ich muss 3 Sekunden lang an Ort und Stelle stehen bleiben. Und wenn ich mich bewege, dann ist der Schaden nicht rübergekommen, aber die Abklingzeit läuft. Und ich habe mehr oder weniger 60 Energie und 15 Sekunden Abklingzeit verschwendet, weil der Boss auf einmal irgendeine Laune bekommt und irgendeine Fertigkeit an meine Stelle hinzaubert. Und ich muss ausweichen. Deswegen, Plasmastrom ist in meinen Augen in jeder Situation einfach nur schlechter. Dann habe ich noch geskillt. Ebenfalls wichtig ist die Impulskonservierung. Das ist so, wenn man 10 Sekunden lang nicht den energetischen Impuls anwendet, bekommt man einen Stack von Impulskonservierung. Und dieser Stack kann bis zu 4-mal stacken und kann den Schaden zwischen 50 beim ersten Stack oder 400% erhöhen, wenn ich 4 Stacks habe. Lass dir gesagt sein, 400% schaffst du natürlich vor dem Kampf aufzubauen. Im Kampf schaffst du meist so zwischen, ja, 50 und 100%, also 1 bis 2 Stacks. Warum? Nun, man bleibt in etwa so 10 Sekunden in der Maschinengewehrhaltung und der Plasmastrahl zählt nicht als energetischer Impuls. Das heißt, wenn du deine 5 Stacks mit diesem energetischen Impuls und die Restladung aufgebaut hast, bist du dabei, den Plasmastrahl zu benutzen. Und das sind dann auch nochmal 5 Sekunden. Das heißt, das ist alles schon mal Zeit, die sich die sogenannte Impulskonservierung aufladen kann. Und man schafft das dann meist so zwischen 1 und 2 Stacks aufzubauen. Und der Schaden ist dann wieder enorm.
wenn man dann später wechselt. Und das sind eben halt dieses Burst-Potenzial, was ich halt schon erwähnt habe, dass dadurch man eine lange Zeit in diesem Maschinengewehrmodus bleibt und dort eine Menge Schaden verursacht, man dann, wenn man auf einmal dann aufs Plasmagewehr wechselt, so viel Schaden mit dem energetischen Impuls und dem Plasmastrahl rausrotzen kann, dass das echt nicht mehr feierlich ist. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal ganz kurz in das Artilleriegeschütz. Da habe ich die Fraktales Schrapnell geskillt, meiner Meinung nach der stärkste AE-Angriff mit. Besonders wenn die Gegner schön zusammenstehen, verursacht man wunderbaren AE-Schaden. Und beim Plasmagewehr habe ich das Plasmafeld drinne und nicht das Überwältigungsfeld. Einfach weil das Überwältigungsfeld meiner Meinung nach eine PvP-Skillung ist oder ein PvP-Skill ist und das Plasmafeld wesentlich mehr AE-Schaden verursacht. Und ja, das ist eher so meine Skillung. Also wie gesagt, es geht wirklich darum, so lange wie möglich den Maschinengewehr-Modus zu benutzen, wenn ich eben halt meine ganzen Aktiver aktiv habe, also den Verwundbarkeitsscanner. Und dann eben halt das Plasmagewehr zu benutzen, um fünfmal mit dem energetischen Impuls den Stack aufzubauen und dann fünfmal mit dem Plasmastrahl die Stacks abzubauen und dann wieder aufs Maschinengewehr zu wechseln. So, und da nur Gequatsche ziemlich langweilig ist, werde ich das Ganze jetzt mal in Aktion zeigen. So, wir befinden uns jetzt hier in der Fabrik 501, eine der ersten Instanzen, die man betritt. Und ich habe sie halt gewählt, weil man hier recht schön den Schaden zeigen kann, ohne dass man groß irgendwelche Taktiken begutachten muss vom Gegner oder beachten muss. Und ich werde den Boss jetzt einfach mal ohne meine ganzen Talente machen. Und dann werde ich danach meinen Boss mit meiner vollen Combo zeigen. Und man sieht dann ziemlich leicht, wie schnell die Bosse down gehen und wie schnell sie denn sonst nicht down gehen würden. Und ich fange hier einfach mal so ein bisschen an. Das ist jetzt ohne meine ganzen Fähigkeiten aktiviert haben. Ein, zwei Talente sind drin. Das Vorteil ist, man kann auch hier stehen bleiben. Man sieht, das Schild hat Gott sei Dank eine Menge Schaden abgefangen. Sonst wäre ich, denke ich mal, drauf gegangen. Nicht über den Schaden jetzt hier kurz wundern. Das ist, weil ich die Stacks trotzdem aufbaue. Ich werde mal nicht meine rechte Maustaste benutzen. Ich habe hier Ads gezogen. Ja, die muss ich jetzt mal schnell machen. Sonst habe ich hier ein kleines Problem. Also man sieht zwar, der Boss geht down, ne, aber überzeugend ist das jetzt hier nicht unbedingt, was ich abziehe. Das liegt einfach daran, dass ich meine ganzen Specials überhaupt nicht benutze und mehr oder weniger nur so auf den Boss einhaue. Ich werde meinen E jetzt hier mal nicht zünden, weil ich einfach zeigen wollte, ne, wie schnell geht es. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt zum nächsten Boss über und da zeige ich das mal, wie schnell der down geht, wenn ich meine ganze Combo benutze. So, wir befinden uns jetzt hier beim nächsten Skizzer-Saboteur, also denselben Boss, den wir vorher gemacht haben. Ich werde jetzt hier meine volle Combo benutzen und mich würde es nicht wundern, wenn der Boss es nicht mal überlebt, dass ich mein Plasmagewehr rausholen kann, also dass wir nicht mehr zu der Stelle kommen. Aber das werden wir dann gleich herausfinden, wie tough dieser Boss wirklich ist. Und ich sehe gerade, meine 2 ist noch nicht fertig, deswegen spulen wir mal hier ganz schnell vor und machen den Boss mit allen Cooldowns ready. Und ich würde sagen, wir legen denn hier mal los. Also man sieht es auch an den Zahlen, 5000er Crit gerade am Anfang. Der Boss wird nicht lange überleben. Und er ist schon down. Also eine dezente Steigerung zum vorherigen Boss. Ich konnte nicht mal alle Stacks aufbauen von meinem Plasmagewehr. Und ich konnte die dann nicht mal abbauen. Also man hat ziemlich gut gesehen, zu was diese Skillung theoretisch in der Lage ist. Und wie gesagt, auch bei aktuellen Bossen aus neuen Instanzen oder so, schaffe ich es wirklich innerhalb von 5 Sekunden oder so, 2 von den 10 Lebensbalken wegzuhauen, wo man normalerweise ja recht lange braucht. Und das ist ziemlich hilfreich, muss ich feststellen. Also wie gesagt, eine Skillung, die gut Schaden aushält, als auch gut Schaden austeilen kann. Das ist eine reine PvE-Skillung zum Leveln und eben halt
um Solo-Instanzen zu machen und Gruppen-Instanzen. Also wer eine 5-Mann-Instanz machen will, kann dies auch mit dieser Skillung tun. Das ist gar kein Problem. Für PvP würde ich sie aber trotzdem nicht empfehlen. Eben halt einfach, weil sie keine CC-Fähigkeiten wirklich hat und keine Fähigkeiten, mit denen man die Gegner unter Kontrolle halten kann. Klar, man kann es irgendwo versuchen, den Gegner down zu bursten, aber Gegner bleiben nicht so gerne an Ort und Stelle stehen, was ja auch relativ wichtig für den Kanonier ist, damit all seine Fähigkeiten treffen. Und ja, es ist eher eine PvE-Skillung. Ich habe es im PvP nicht getestet. Das heißt, ich kann überhaupt nicht sagen, wie gut diese Skillung denn dort letztendlich sein wird. Das war es erstmal von meiner Stelle aus und meiner Kanonier-Skillung. Mein Name ist Kasmul und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann.